Wir haben hier ein Ölgemälde mit Sonnenblumen. Das ist etwa 60 mal 70 Zentimeter groß und die Kamera schummelt und zeigt es erheblich farbiger, als es für mich aussieht. Die Oberfläche hat Glanz und ist nicht stumpf und matt, wie man es von einem schmutzigen Bild vermuten würde. Da ist dann wohl der Firnis dunkel geworden und Nikotin hat auch noch mitgeholfen. Von hinten sieht es gut aus, keine Flicken oder Ausbesserungen. Es ist nicht so alt, also Leinwand, Keilrahmen und die Einrahmen würde ich auf die 40er, 50er Jahre schätzen. Das wollen wir von dem alten braunen Belag befreien. Dafür nehme ich den Gemäldereiniger Reatus Nummer 7. Dem kann ich wunderbar so ein altes Ölbild reinigen. Ich habe hier weiche Pinsel, einen Teelöffel zum Abmessen, ein kleines Gefäß für meine Probe, den Gemäldereiniger von Reatos, ein Glas für die Reinigungslösung und destilliertes Wasser. Unser Wasser ist sehr kalkhaltig, dann nehme ich lieber destilliertes. Die Kamera schummelt sich das Bild schön bunt. Also decke ich einen Teil mit einer grauen Pappe ab, damit das Bild farblich näher an die Realität herankommt. Jetzt mache ich eine kleine Probe. Ich mische einen Teelöffel Reiniger mit einem Teelöffel Wasser. Los geht's. Mit einem weichen Pinsel die Lösung auftragen und ohne Druck einpinseln. Die Flüssigkeit in Bewegung halten, das verstärkt die Reinigungswirkung. Das löst sich sehr schön. Der Reiniger selbst ist geruchlos, aber wenn der Belag angelöst wird, riecht es etwas nach altem Nikotin und altem Muff. Jetzt mit einem Papiertuch die schmutzige Flüssigkeit aufnehmen und mit Wasser nachpinseln zum Neutralisieren. Mit dem Ergebnis bin ich ganz zufrieden. Ich mische Reatos mit Wasser jetzt etwa 1 zu 0,7. Ich möchte die Reinigungswirkung noch etwas erhöhen, damit das Bild nicht so lange der Feuchtigkeit ausgesetzt ist und ich schneller vorankomme. Wieder den Schmutz aufnehmen. Und mit klarem Wasser nachreinigen. Unten am Rand habe ich eine kleine Stelle nicht erwischt. Da gehe ich einfach nochmal drüber. Beim Auftragen mit dem Wasserpinsel sieht man hier, wie das Wasser von den ungereinigten Bildstellen einfach abperlt. Da tut sich gar nichts.
So, das ist ein großer Unterschied. Nach dem Reinigen das Bild ganz durchtrocknen lassen. In trockenem Zustand sieht es dann meist etwas matt und stumpf aus. Keine Panik, einen neuen Firnis auftragen und dann bekommen die Farben wieder ihre ganze Leuchtkraft. Noch einmal den Vergleich. Ich finde, es hat Spaß gemacht und sich auch wirklich gelohnt.